Willkommen zurück zu Super Mario Maker 2 und heute geht's wieder um die Level, die bisher noch niemand abschließen konnte oder vielleicht auch einfach nicht abschließen wollte. Bevor es aber losgeht, noch ein kurzes Update zu einem Level aus dem letzten Part. I'm Sorry 1.5 hieß das Level, das ich beim letzten Mal nicht abgeschlossen habe. Und wer sich noch erinnert, das war das Level, bei dem man erstmal 2 Minuten durch eine Glasröhre fliegt, sich dann vor die Wahl gestellt sieht, einen richtigen Weg auszuwählen. Und wenn man nicht den richtigen Weg wählt, dann darf man wieder von vorne anfangen. Wenn man den richtigen Weg wählt, dann darf man, yay, wieder 2 Minuten durch eine Glasröhre fliegen. Und so weiter und so fort. Das habe ich mir also nicht angetan. Wer sich's aber angetan hat, ist Compilation Goomba. Und mithilfe seines Kommentars konnte ich dann auch ans Ende des Levels gelangen. Die Kombination ist 3., 3., 4., 4., 2., 1. Am Ende muss man dann noch ein paar komische Sprünge machen, von denen eigentlich nur der letzte zählt. Da ist es gar nicht so leicht durchzukommen, ist mir tatsächlich nur mit einem Saltosprung gelungen, wahrscheinlich weil der Toadettes Körper irgendwie auf eine Art und Weise verschiebt, dass man halt nicht nach links, sondern nach rechts rausgedrückt wird. Aber das ist auch alles. Okay, dann legen wir mal los, direkt mit dem ersten, wie immer, Bell of Castle 3. Sehr gut, hat noch niemand abgeschlossen, hat allerdings schon einen Kommentar bekommen, wahrscheinlich einen nicht allzu freundlichen. Wir schauen. Toadette ist auf alles vorbereitet. Und ich ebenso. Oh, wow. P-Switch? Oh! Alles klar. Ich meine, es war ja markiert. Ich wusste nur nicht wirklich, was ich davon halten soll. Ja, dieser Anfangssprung, den habe ich jetzt relativ einfach aussehen lassen. Aber ich glaube, das ist er nicht. Nee. Oh, ist das... Das ist fast ein bisschen wie einer der ersten Sprünge in Invictus. Nur hässlicher, weil man auf Eis steht. Tja, jetzt kommt's drauf an, ne? Unter wie viel Zeitdruck stehe ich? Oh! Boah, wie ich das liebe, ne? Oh no! Haha, dieses dämliche Eis, ey. Man kann ja ein bisschen schneller abbremsen, wenn man hüpft, aber in dem Fall hat es auch nichts mehr geholfen. Pff. Okay, gedrückt halten und... Ja, das hätte ich mir vielleicht ein bisschen besser merken können, aber... Trotzdem. Blindjumps aus der Tür. Was soll das? Immerhin... Ist das hier SMB1 und man kann nicht aus Versehen den P-Switch in die Hand nehmen. Oh oh. Okay, aber jetzt kann ich mich, glaube ich, entspannen. Was sind das denn für Sprünge? Oh! Das ist so unfassbar ätzend. Oh geil, wieso ist der jetzt so früh gefallen? Und der andere nicht? Das müsste eigentlich die maximale Sprunghöhe sein, oder? 6 Blöcke? Ja, das macht es ein bisschen einfacher, aber das hier ist eklig. Holy... Oh. Boah. So, jetzt habe ich ein Problem. Wo soll ich denn da überhaupt hin? Da ist das Ziel! Ich muss nur Anlauf nehmen. Ich hätte von da unten schon Anlauf nehmen sollen. Die sind jetzt irgendwie auch nicht in einem guten Rhythmus. Okay. Also was die Sprungweite angeht, habe ich mich ja schon oft vertan. Aber in dem Fall war das wirklich easy. Jetzt bin ich mal gespannt, ob ich immer noch der Erste bin, der es abgeschlossen hat. Oder ob mir jemand zuvor gekommen ist. Nein, ich hab's. Und so schlecht war das eigentlich gar nicht. Kriegt mal ein Herzchen. Wie wär's dann zwischendurch mal mit einem Puzzle? Rompecabezas. Ich bin jetzt nicht so gut in Spanisch, aber das heißt irgendwas, sich den Kopf zermartern oder anstoßen. Wir werden sehen. Im Kopf anstoßen ist Toadette ja sowieso Spezialistin. Pfeile, Pfeile, Pfeile. Was sagt mir das? Mysterien. Konnte ich da eigentlich drauf, da hinten? Nein. Also es ist eine Abfolge von 2, 3, 4, 5 und dann 5, 4, 3, 2. Ich ignoriere das alles mal gekonnt. Ach, das ist ein Schlossrätsel. Mhm.
wenn ich es mir jetzt gemerkt hätte. Ich versuch's mal. Also 4, 3, 2. Aber normalerweise muss man das ja noch in Gang setzen. Und so funktioniert das aber nicht. Es gibt ja noch auf jeden Fall mehr Röhren. Und mehr Hinweise? Was sind das für Tetris-Blöcke? Okay, das da oben in der Ecke ist keiner. 1, 2, 3, 4. Das 1 ist das umgedrehte L. Ich glaube, das ist wesentlich komplizierter, als ich mir das vorgestellt habe im ersten Moment. Was zum... Das sagt mir alles überhaupt nichts. Mit was soll ich das in Verbindung bringen? Wow. Ich meine, diese Formen aus Blöcken, die tauchen ja nirgendwo mehr auf. Oder sagt mir das hier einfach nur... Es muss ja einen Grund haben, warum das unterschiedliche Blöcke sind. Hier sind ja 4 von dem einen Typ und einer vom anderen. Das ist 100% wichtig. Aber wieso? Das ist interessant, weil man hier schon mal das obere Ende von dem Ding sehen kann. Das heißt, der erste ist auf jeden Fall einer, bei dem ich nicht so viele Paus kaputt machen darf. Ich fange nochmal von vorne an. Das sind nicht die gleichen, ne? Die haben ein anderes Muster. Ja. Ich hab leider keinen Plan, wie ich diese Räume mit dieser Information hier verbinden soll. Es gibt keine Gemeinsamkeit. Weil es auch in den Röhren vor allem diese nicht ganz quadratischen Blöcke, diese abgerundeten Blöcke, nicht gibt. Also im ersten Raum ist, wenn man nur die quadratischen zählt, 2, 2, 3, 1. Und zwar von rechts nach links. Heißt das jetzt, ich muss zweimal dagegen springen, oder? Ja, machen wir es mal so. 2, 2, 3, 1. Das ist es aber nicht. Ich weiß halt wirklich nicht, ob man die ganzen Informationen schon verknüpfen muss, nur um dieses Schloss hier lösen zu können, oder ob danach noch mehr kommt. Aber eigentlich nicht. Eigentlich würde das keinen Sinn machen. Aber pff, wer weiß das schon. Ich meine, wenn das einfach nur eine Reihenfolge vorgeben würde, dann warum sollte er dann mit 2 anfangen? 2, 3, 4, 5. Dann würde ja 1, 2, 3, 4 mehr Sinn machen. Das heißt, da steckt auf jeden Fall noch mehr dahinter. Als einfach nur eine Reihenfolge. Wenn ich die in Gedanken zusammenschieb, dann ergibt sich ein L und eine Form, die allerdings nie in den Röhren vorkommt. Also das ist es wohl auch nicht. Wenn ich jeweils die ersten beiden aus jedem Raum miteinander verknüpfe, dann ergibt sich ein Quadrat. Das ist aber hier nicht drin. Vielleicht ist es dann das letzte. Hier ist ein Quadrat. Also ist beim vierten eine 2. Ich glaube, ich muss das mal aufschreiben. Wenn ich die beiden dritten miteinander verknüpfe, dann ergeben sich das hier. Also das dritte eine 3. Wenn ich den zweiten aus dem ersten und den dritten, beziehungsweise da sind die Pfeile ja andersrum, da ergibt sich dann ein L. Finde ich hier ein L? Ja, aber ich glaube, es ist falsch rum. Egal, ich mach's trotzdem mal. Also das zweite ist 2. 3 und dann noch 1 an der Seite. Aber in welche Richtung? Jetzt habe ich die Auswahl. Ich glaube, 3? Nochmal 3? Ich glaube, es wäre eher 4 würde mehr Sinn machen. Ich gehe mal mit 1 und 4. Also 4, 2, 3, 2, die ich stehen lasse. 4... 2,
3. Das ist es nicht. Das ist es nicht. Gut, dann... Oh, das ist es doch! Ich hab's gelöst! Wow. Okidoki. Dann versuche ich das jetzt mal zu erklären. Also ich verbinde jeweils die Formen in diesem Raum hier von rechts nach links und im anderen von links nach rechts. Und das, was sich dann ergibt, schaue ich mir der Reihenfolge nach in den Röhren an und suche mir dann das jeweilige passende Bild dazu aus. Also ich kombiniere die zwei Zweierblöcke. Dadurch ergibt sich ein Quadrat. Und wenn man vier von diesen quadratischen Blöcken miteinander verbindet, dann gibt sich das, was da oben rechts in der Ecke ist. Das heißt, die vierte Zahl ist 2. Hat man das jetzt verstanden? Ist ein bisschen kompliziert, oder? Ich kann es ja an dem Beispiel hier nochmal verdeutlichen. Vielleicht ist es auch gar nicht so kompliziert und ich denke nur, ich bin super clever. Also ich kombiniere das hier mit dem hier und die abgerundeten Blöcke sind quasi leerer Space. Das, was nicht gefüllt ist. Das heißt, dadurch ergibt sich jetzt das, was hier unten in der Ecke ist. Das heißt, die dritte Zahl ist 3 und so weiter und so fort. Und dadurch ergibt sich halt dann am Ende, was war es nochmal? Mein Kurzzeitgedächtnis ist nicht das Beste. 4, 2, 3, 2. 4, 2, 3, 2. Und man muss wahrscheinlich so lange auf den Käfer warten, damit man nicht einfach jede Kombination durcharbeitet und schaut, ob irgendwas passiert. Ja. Hoffentlich ist es das wenigstens gewesen. Yes, ich hab's geschafft. Dafür gönne ich mir aber jetzt auch noch die Leben. Nice Stein. Yippie. Ja, das war clever. Hat durchaus ein bisschen gedauert, bis ich da drauf gekommen bin. Und Kommentare sind auch nicht aktiviert, wie ihr hier seht. Das heißt, man kann sich keine Tipps abholen. Sonst hätte ich nämlich jetzt vielleicht einen geschrieben für die Nachfolge. Ein Spaziergang bei Mitternacht. Dieses Level zeigt, dass sich bei Nacht rauszuschleichen eine schreckliche Erfahrung ist. Von wann? Oh, das ist relativ frisch. Von gestern, vom 15. Besiege alle Iggys. Es hat auch neue Elemente. Aber wenn es neu ist, dann muss es ja nicht unbedingt schlecht sein. Hat halt nur noch keiner gespielt bis zum Ende. Du bleibst mal schön hier. Blatt bei Nacht möchte nämlich immer in den Himmel auffahren. Es wird von seinem Volk gebraucht. Bing! Ja gut, dann halte ich mich hier jetzt gar nicht mal lange auf, sondern versuche hier so schnell wie möglich durchzukommen. Jetzt könnte ich den Mond gebrauchen, wenn ich ehrlich bin, weil ich stecke hier ein bisschen fest. Und vor allem ist das mega verwirrend, weil die Geister nicht anhalten, wenn man sie anschaut, sondern andersrum. Als bei Tag halt. Oh Gott. Ich muss irgendwo noch einen Iggy finden. Bevor ich das nicht... Ja, lel. Ich glaube, das Level hat sich gerade stark verändert. Pass auf. Wir machen diese Lakitus erstmal kalt. Und ob ich die Münzen brauche, das weiß ich halt leider nicht. Ja, wo kommt der denn jetzt auf einmal her? Tja, dann kann ich ja nur hoffen, dass ich die Münzen nicht brauche. Aber ich befürchte es fast. Was für ein Käse ist das denn? Ja, das kann ich direkt nochmal von vorne anfangen. Oh, hier unten war kein Boden. Was ist eigentlich mit dem Buhu-Kreis los? Der verfolgt mich. Geflügelte Buhu-Kreise verfolgen einen bei Nacht. Ich lerne echt nie aus. Ich hätte ja schon mal ein bisschen Lust... hier. Das wusste ich, dass das nicht reicht. Könntest du vielleicht jetzt mal aus dem Weg gehen? Der hat keinen Bock, ne? Dankeschön. Ich hasse mein Leben. Na gut, dann gehe ich eben da rein. Aber falls ich nochmal sterbe, dann fliege ich da mal rüber. So, erste Aufgabe ist Lakitus zerstören. Den ganzen Tribe ausrotten. Was ist eigentlich da oben? Also, stimmt. Das Denkmal meiner Dummheit. What? Ey, diese geflügelten Buhu-Kreise, die sind ja mal ultra gefährlich.
Seit wann kann man eigentlich nur so schlecht schießen mit der Clownskutsche? Das ist irgendwie anders in Erinnerung. Der Witz ist allerdings, der geflügelte Buhu-Kreis wiederum hält an, wenn man ihn anguckt. Wie soll man denn da noch durchblicken? Oder ist das ein anderes, das ist ein anderes Thema? Das ist ein anderes Nachtthema als im ersten Bereich, deswegen ist das jetzt hier wieder andersrum. So, nicht wegschießen, den Untergrund. Und jetzt kommt Iggy, ne? Wär schon ganz nett. Oh Gott, Giftpilze. Ja, die haben allerdings nichts drauf. Oh, hi. Brauche ich dich? Nicht wirklich. Oh, doch, ich brauche ihn. Ich muss den irgendwie dazu kriegen. Ach ja, genau, die verfolgen einen. Schafft er das? Cool. Dass die tatsächlich so weit gehen? Ja, ich befürchte, hier kann man einiges kaputt machen. Ich schaue mir das lieber direkt mal an. Ich muss also irgendwie an diesen P-Switch rankommen. Aber ich selbst kann da nicht hin. Ich möchte mal wissen, was da drin ist, ehrlich gesagt. Huh. Oh, ich verstehe. Naja, eigentlich verstehe ich nicht. Muss ich jetzt diese Koopas abräumen oder was ist eigentlich meine Aufgabe? Ach du Schande, die sind doch so empfindlich. Also hier sind überall Springs drin. Aha. Schön langsam, Kügelchen. Es fällt das Ding nicht. Was zur Hölle? Ich hasse das. Nein! Wow! Wieso ist das so ätzend gemacht? Das war doch nun wirklich nicht nötig. Mein Problem ist, kriege ich die Kugel da hochgebobbt? Kriege ich! Da ist Iggy! Oh! Tja. Ich kann ihn wohl nur mit der Clownskutsche besiegen. Nimm das! Was hat denn der für eine komische Maske an? Aha, das zählt also als ein Treffer. Ih, der hat aber ganz schöne Winkel drauf, du. Und Bamski. Das war's. Hab's geschafft. Ja, das war ja wirklich nicht so wild. Wirklich komisches Level, aber irgendwie auch gut. Ich glaube, ich gebe dem Ganzen ein Herzchen. Ist das jetzt schon das dritte in Folge? Mir wird Angst und Bange. Da es bisher so gut lief, jetzt mal ein Japaner-Level. Sasuke, 37. Stock oder irgendwas. Dritte Stage. Okay. Gegen die Zeit. Ist das vielleicht sogar ein Speedrun? Nee, ich habe 500 Sekunden. Ist immer ein schlechtes Zeichen, falls man die komplett ausnutzen muss. Das ist ja gar nicht der Anfangsbereich. Das hat er cool gemacht. Bin ich nämlich beim ersten Mal drauf reingefallen. Oh Gott, ich muss das Moment... Was ist... Ja, man muss den Schwung mitnehmen und dann kann man da rein. Aber es ist nicht einfach. Muss irgendwie den Schwung von hier unten ja mitnehmen. Wow. Ha. So, jetzt nochmal. Und weg mit dem Ding. Der Swamp wird runterkommen. Das macht mir aber nichts, weil ich einen Helm habe. Ach, der kann das gar nicht zerstören. Seit wann? Wenn Münzen drin sind. Oh, das, okay, das ist das Level der hässlichen Sprünge. Das ist der japanische Titel, übersetzt. Nein!
Das ist so awkward. Ich kann mich nicht erinnern, jemals solche Sprünge gemacht zu haben. Haha. Wie? Ich schaff's nicht. Ich schaff's echt nicht. Es ist so knapp. Man kann halt fast nicht mehr anhalten. Nein! Unsinn! Einfach nur gelogen. Oder könnte man das Momentum hier etwa irgendwie mitnehmen? Ich wüsste wirklich nicht, wie das gehen soll. Das ist zu knapp, Mann. Und ich muss das mehrmals machen. Frag mich, ob die Forms irgendeinen Sinn haben. Okay, da lässt sie los. Tiefer kann ich nicht klettern. Wow. Okay. Dann bin ich wahrscheinlich im nächsten Fall tot. Oder ich schaff's gar nicht erst. Ist ja klar. Das ist... Wow. Ich verstehe das nicht. Wow. Also mit Momentum mitnehmen ist hier nichts. Okay. Ah! Wow, das ist wirklich das allerletzte Pixel, glaube ich. Why, Bro? Ich muss es ja machen. Ich muss es so machen. Come on! An diesem Knubbel unten kann man sich halt auch leider nicht festhalten. Ich möchte mal was Neues probieren. Und zwar, wenn ich gar nicht so hoch abspringe, sondern hauptsächlich vermeide, nicht den unsichtbaren Block zu treffen. Ich glaube, das hatte jetzt nichts damit zu tun. Oh doch, das ist besser. Weil der Block, der drückt mich halt dann zu schnell nach unten. Das ist also tatsächlich besser, ich springe erst gar nicht so hoch ab. Ja, trotzdem knapp. Trotzdem immer noch knapp. Come on, halt dich doch einfach fest. Naja, wenn ich so mache, dann kann ich vielleicht ein bisschen höher an der Ranke abspringen. Ich kann halt dummerweise keine zwei Twirls reindrücken. Oh, ich kann zwei Twirls reindrücken. Wenn ich vorsichtig bin mit dem Timing. Nein! So viel Ranke ist da noch übrig. Oder besser gesagt, so viel, wenn man es mit meiner Körpergröße vergleicht. Nein! Nein! Gott! Es ist schon schwer genug, sich genau da festzuhalten, dass man nicht instant getroffen wird. Und dann hinterher ist man immer noch nicht sicher. Okay, da kommen nur Münzen raus. Danke für den Applaus. Ist das ein Reset hier oder irgendwas? Aha. Okay, das killt mich. Oder kann ich mich da ducken? Es muss ja irgendeinen Weg geben, das zu machen. Weil in einem durchzurennen, ich weiß nicht, ob das reicht. Nee, da sind sowieso Münzen, es muss anders gehen. Wie? Oder wenn ich den Helm behalten hätte? Vielleicht muss ich den Helm behalten. Damit ein bisschen Übung kriegt man das hin. Was, wenn ich mich tatsächlich nicht ducken darf, sondern einfach nur stehen bleibe? Ich meine, das ist Mario Maker. Da macht nichts Sinn.
Oh, warte mal. Ich glaube, die Türen sind dazu da, um die Plattform synchron zu machen. Ja. Ja, okay, so langsam habe ich es raus. Jetzt brauche ich nur noch eine Lösung für das Problem hier. An der Ranke kann man sich 100 pro nicht festhalten, oder? Kann man? Kann man? Nein! Man wird automatisch gelöst! Wenn das alles ist, was ich da machen muss, dann ist es echt nicht so schlimm. Okidoki, zurück in den Anfangsbereich. Ich frag mich, ob er hier irgendwo einen Checkpoint eingebaut hat. Hat ja keine Zielbedingungen, also die Möglichkeit besteht. Was ist das denn jetzt schon wieder? Oh Gott, nein! Nein! Leute, das kann ich mir nicht antun. Nicht ohne Checkpoint. Ich glaube, ich muss aufgeben. Ein paar Mal versuche ich es noch. Wow, sogar das Soundgeräusch hat gespielt. Aber ich konnte mich nicht festhalten, ich war nicht weit genug oben. Das ist so eng. Vielleicht sollte ich nicht nach unten klettern, sondern es einfach so versuchen. Aber die Chance, sich da den Kopf anzuhauen, ist dadurch natürlich riesig. Ich schaff's nicht. Also ausgehend von diesem Bild hier habe ich gerade mal ein Drittel von dem Level geschafft, maximal, weil es ist ja nur eine Ebene abgebildet. Ich gebe mich geschlagen. Leute, ich gebe mich geschlagen. Die Japaner haben mal wieder gewonnen. Aber immerhin davor habe ich ein paar Erfolge feiern können. Okay, Leute, wenn es euch gefallen hat, lasst mir ein Like da und bis zum nächsten Mal. Ciao.